Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudia von Solat und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Meine Lieben, ich habe die letzten Tage ganz viel gearbeitet und mir sind jede Menge Leftover-Farben übrig geblieben. Und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, dass auch diese wertvoll sind. Viel zu schade, um sie wegzukippen. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Okay, bevor wir starten, Leute, vor mir liegt eine wirklich große Leinwand. Meine misst 50 x 70 cm und auch das ist möglich, eine große Leinwand mit Leftover-Farben zu befüllen. Ich starte erst einmal mit einer schwarzen Basisfarbe. Ihr könnt sehen, meine Leinwand ist schon grundiert, ist aber selbstverständlich keine Voraussetzung. Trage mir hier einfach ein bisschen schwarze Basisfarbe auf. Und diese verteile ich nun mit meinem Palettenmesser großzügig über die ganze Leinwand. Mit unserer Basisfarbe schaffen wir uns nun erst einmal einen Polster. Okay, meine Lieben, meine Basisfarbe ist nun aufgetragen und schön ausgestrichen. An dieser Stelle gehe ich einmal gerne noch mit dem Brenner darüber, um die Luftbläschen in meiner Basis zu entfernen. Sehr gut. Und wie am Anfang des Videos gesagt, habe ich hier nun jede Menge Leftover-Farben stehen. Ich habe Farben mit Silikonöl versetzt, ich habe Farben ohne Silikonöl versetzt und ich habe Farben, die nur mit Wasser und Acrylfarbe abgemischt sind. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, aber wir können uns heute vollkommen austoben auf unserem schwarzen Polster und ich bin mir sicher, wir werden was Schönes kreieren. Okay, meine Lieben. Ich habe hier noch übrig ein bisschen Orange und ich dachte mir, diese Farbe soll meine Mitte symbolisieren. Deswegen mache ich jetzt erst einmal ein orangenes Paddel in die Mitte. Okay, auch hier ein paar Luftbläschen mit dem Brenner drüber und schon verschwinden diese. Gut. Okay, nun habe ich hier ein Dunkelviolett, ein Kaminrot. Ein mit Silikonöl versetztes Orange, das ist die gleiche Farbe wie diese hier. Dann habe ich ein Himmelblau, ein Sonnengelb, ein Dunkelviolett mit Silikonöl, ein Fallandgrün und dann habe ich noch ein bisschen Ultramarinblau. Also ihr könnt sehen, die Farbpalette, die wir heute zur Verfügung haben, ist echt bunt. Nun habe ich mir überlegt, ich möchte rund um unsere orangene Mitte kleine Paddel schaffen. Ich beginne mit Sonnengelb. Gefolgt von Kaminrot. Gefolgt von Dunkelviolett. Okay. Das nächste Paddel, das ich schaffen möchte, beginnt mit Kaminrot. Ultramarinblau. Und Himmelblau. Ihr könnt schon sehen, das Silikonöl arbeitet bereits für uns. Okay, das nächste Paddel möchte ich starten mit Ultramarinblau, Hallandgrün und unserem Orange. Und weiter geht's mit Dunkelviolett. Sonnengelb. Und Himmelblau.
nächste Paddel schaffe ich mit Himmelblau. Dunkelviolett mit Silikonöl versetzt. Und Ultramarinblau. Mein Ultramarinblau ist nun auch ziemlich aufgebraucht. Die nächste Farbkombination wird sein Fallandgrün Sonnengelb Kaminrot und das nächste Paddel, das ich schaffe, ich denke, das wird nun auch mein letztes Paddel werden, starte ich mit Dunkelviolett. Ich habe noch ein bisschen Ultramarinblau, das werde ich jetzt hier aufbrauchen in diesem Paddel. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Himmelblau. Okay. Sollten wir im Anschluss noch ein bisschen Farbe brauchen, können wir die jederzeit nachtragen. Vielleicht ahnt ihr schon, was es werden soll. Ich schnappe mir meinen Haartrockner und werde nun Paddel für Paddel ausblasen. Meine orange Mitte soll die Verbindung darstellen. Das heißt, ich werde das Orange aus der Mitte in jede meiner Blüten mitnehmen. Ich wünsche viel Glück! Okay, meine Lieben, hier ist was los, oder? Dadurch, dass einige meiner Farben mit Silikonöl versetzt waren, bekommen wir diese wunderschönen Zellen. Die Zellen ziehen sich durch das ganze Bild durch. Ich finde, das ist echt cool. Nun ist es an der Zeit, meine Lieben, unsere Blütenblätter zu verbinden. Ich werde das mit meinem Finger machen. Okay, meine Lieben, meine Blütenblätter sind verbunden und nun möchte ich mit meinem Ballon noch ein paar Mal in die Mitte dippen. Ja. Schaut mal, wie schön das hier aussieht, wie schön der Ballon ist.
Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Ich finde das so schön, dass unser als erstes aufgetragenes Orange nun in jedem einzelnen Blütenblatt sichtbar ist. Wir haben unsere Blume mit dem Balloon-Dip verbunden. Ich hole euch mal ein Stück näher ran. Ihr müsst euch die Details angucken. Dadurch, dass einige meiner Leftovers heute mit Silikonöl versetzt waren, könnt ihr hier gut sehen, dass sich schöne kleine Zellen gebildet haben, gerade hier in diesem gelb-roten Sektor oder auch hier beim Blau und beim Rot haben wir schöne Laces und kleine Zellen. Ich finde, unsere Mitte ist toll gelungen durch den Ballon und wenn ich dieses Bild angucke, ist es wirklich ein Farbentanz. Meine Lieben, ich blende euch hier noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Es ist super aufgetrocknet und ich finde, es macht so viel her. Wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, meine Lieben, dann zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ebenso bitte ich euch, mir ein kostenloses Abo auf meinem Kanal dazulassen, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Es war mir eine Freude, für und mit euch zu malen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut!